Was? Toilette. Nur du hast es wieder gemerkt. Wir haben ja kein Bewusstsein. Das Schöne ist an dem, der denkt, der hat Bewusstsein, ist auch ein Gönner. Der sagt immer, du hast auch Bewusstsein. Das ist so eine Bestätigung, weil wenn ich ihm zugestehe, dass er Bewusstsein hat, dann steht er mir auch zu, dass ich was habe. So eine Übereinkunft. So eine Leiche sagt zu anderen, haben wir Bewusstsein. Ja. Wie geht's denn deinem Bewusstsein heute? Ja, das ist. Was macht denn dein Sein heute? Man muss mal wirklich den Witz, wenn du den Witz verstehst, du kannst nur noch lachen. Dass du jemals eine Idee, also die Idee haben, hätte, gehabt hast, dass du Sein haben könntest. Oder Bewusstsein oder irgendetwas, dass dein Körper sein kann. Oder überhaupt irgendeine Idee von mein. Was für eine Idiotie darin steckt und Wahnsinn. Und was für ein Witz eigentlich. Wo du dann jeden Morgen aufwachen kannst und nur brüllend lachen könntest, weil wo der Witz aufsteht, ist der Witz drin. Keine Chance. Um mehr Witz geht nicht. Das nennt man dann diese göttliche Komödie, wo Gott sich als Witz erkennt, nämlich wo er die Idee von Gott als Witz erkennt und sagt, Gott sei Dank gibt's keinen. Ja, das ist das Paradox, weil Gott ist das Einzige, was erkennen könnte. Und wenn Gott erkennt, es gibt keinen Gott, lacht er sich tot. Aber vorher in der Vorstellung von Gott leidet er schon unter der Vorstellung, dass es Gott geben könnte. Weil das ist sein Leid. Allein die Idee, dass es Gott geben kann. Unter dieser Idee leidet Gott. Muss man sich mal vorstellen. Und dann erkennt er sich und sagt, Teufel, Teufel. Und was sagt der Teufel dann? Oh Gott, oh Gott.